Es gibt fast keinen Menschen, der vom Anblick eines kleinen Kindes nicht beeindruckt oder fasziniert ist. Beginnt ein Kind die ersten Laute von sich zu geben, schaut einen dabei mit seinen strahlenden Augen an und lallt pausenlos in einer unverständlichen Sprache, dann ist das zwar für die meisten Menschen recht amüsant, aber am Ende versteht wohl kaum jemand etwas, was das Kind in seinem Enthusiasmus da mitzuteilen versucht. Nun kann man ja viel darüber spekulieren, welchen Inhalt jene unverständlichen Worte haben könnten. Schaut man dem Kind dabei aber in die glänzenden Augen, so muss es doch etwas sein, was der Glückseligkeit sehr nahe kommt. Es soll ja Menschen geben, die meinen, dass das Kind von einer, nennen wir es einmal, paradiesischen Welt erzählt, aus der es unlängst gekommen ist. Das kann man sicherlich als Spekulation abtun, da es ja keinen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt. Aber das gibt es auch für keinen Engel oder kein sonstiges himmlisches Wesen, ganz gleich, welche Religion, Kultur oder Glaubensgemeinschaft man sich zugehörig fühlt. Es sei denn, Menschen haben schon unzählige Male eine tiefe, mit Worten nicht zu so beschreibende innere Erfahrung mit jenen himmlischen Welten oder Wesen gemacht dabei ist kein Glaube nötig. Sie durften eine innere Gewissheit erleben, von der man keinen anderen Menschen überzeugen kann oder sollte. Tut man es aber dennoch, so kann es einem gehen wie dem bereits erwähnten Kind. Niemand wird es verstehen. Zum einen, da Worte oft genug missverständlich sind oder dementsprechend missbraucht werden, und zum anderen, da die Menschen beim Zuhören ohnehin nur das hören wollen, was sie bereits wissen oder glauben zu wissen. Man täte gut daran, in solchen Augenblicken einfach still zu sein und in die Tiefe zu lauschen, welche Heilkraft da aus dem Urgrund des Innersten hervorkommt. Diese hat kaum etwas mit unseren gewöhnlichen Worten zu tun. Viel zu sehr lassen wir uns von äußerem Geplärr leiden, beeinflussen, ja sogar hypnotisieren. Je größer das Mundwerk und je lauter die Tonlage eines Redners, desto mehr Gewicht sollen wir auch seinem Inhalt. Aber auch hier gilt, nicht die Quantität macht es, sondern die Qualität. Wen wundert es, dass wir kaum noch etwas wahrnehmen, was unserer innersten Quelle entspringt? In dem nachfolgenden Märchen Die Heilkraft der Urquelle hören wir von einem jungen, der seinem Kindheitstraum so lange folgte, bis er ihn realisierte. Und selbst in den schwierigsten Lebenssituationen blieb er ihm treu. Wie er das anstellte, erfahren Sie jetzt. Ein Mann und eine Frau hatten ein Kind. Es war ein Junge mit einer besonderen Eigenheit. Schon sehr früh erzählte er seinen Eltern von einem wunderschönen Land, das sich weit weg befindet und auf gewöhnlichem Wege nicht zu erreichen sei. Seine Eltern konnten ihn einfach nicht verstehen, denn es schien, als ob er in einer Sprache redete, die nicht von dieser Welt war. Der Junge war ein helles Köpfchen, aufgeweckt, fröhlich und überall gern gesehen. Aber wenn er von jenem geheimnisvollen Land erzählte, dann sah er nur in unverständliche und ungläubige Gesichter. So wurde er mit der Zeit immer stiller, denn sagt selbst, wie würde es euch ergehen, wenn niemand mehr verstünde, was ihr zu erzählen habt? Nun waren seine Eltern arm an Gütern, aber reich an Güte, und sie schenkten ihm Geborgenheit und Zuversicht. Das Einzige aber, wo sie ihm nicht helfen konnten, war zu verstehen, was es mit diesem fernen Land auf sich hatte. So wuchs der Junge heran, und als er alt genug war, beschloss er, seiner Sehnsucht zu folgen und dieses wundersame Land zu suchen. Wo es zu finden sei, wusste er nicht, denn es gab dorthin ja keinen Wegweiser, zumindest keinen solchen, den er kannte. Denn wer etwas sucht, das seiner innersten Welt entspringt, kann auch nur dorthin gelangen, wenn er die Gesetzmäßigkeiten jener Welt kennt. Das Einzige aber, was der Junge von diesem Land wusste, war ein immer wiederkehrender Traum. So geriet er eines Tages nach vielen Irrwegen in einen tiefen, dunklen Wald. Auch wenn er sein Vertrauen nicht verlor, konnte er beim besten Willen nicht den Ausgang aus dieser Dunkelheit finden. Er hatte schon einige Zeit nichts mehr gegessen und getrunken und war auch müde vom vielen Suchen. So setzte er sich auf einen Stein. Dort wollte er ein wenig ausruhen. Und während er so saß, hörte er ein sanftes Rauschen und Plätschern. Und als er sich umschaute, bemerkte er, dass unter dem Stein eine kristallklare Quelle entsprang. Er beugte sich nieder, um daraus zu trinken und sich am Wasser zu erfrischen. Da hörte er plötzlich ein sonderbares Geräusch. Als er aufschaute, stand eine weiße Löwin vor ihm, die ihn anbrüllte, du hast die Quelle der Weisheit entehrt und musst nun sterben. Erschrocken fuhr der Jüngling auf, und als er sich gefasst hatte, fragte er die Löwin, was habe ich getan, daß ich ein solch hartes Schicksal erleiden muß? Da antwortete sie, Niemand von euch Menschen ist es erlaubt, aus dieser Quelle zu trinken, da sich keiner mehr an seine Herkunft, seine Aufgabe und sein wahres Ziel erinnert. Ihr gebt euch im Leben mit Dingen ab, die euch noch weiter von eurem Ursprung entfernen und merkt dabei nicht, wie ihr euch selbst und alles um euch herum vernichtet. Ihr seid schon so verunreinigt, dass ihr die Heilkraft dieser Quelle für das Fortbestehen eurer ganzen Sippe nicht mehr erkennt. Schon viele Menschen kamen hierher und wollten aus ihr trinken, sie dachten dabei aber nur an sich selbst, und als sie mich sahen, bekamen sie es mit der Angst zu tun und flüchteten. Da aber niemand in seiner Angst aus diesem Wald herausfindet, mussten alle sterben. Keiner hatte den Mut, mich zu fragen und die Wahrheit zu hören. Wenn du aber bereit bist, den Menschen ihr ursprüngliches Wesen wieder zu zeigen, wirst du dein Leben behalten. Da brüllte die weiße Löwin noch einmal, und der Stein, aus dem die Quelle entsprang, verwandelte sich in eine mächtige Höhle. Der Junge trat vorsichtig hinein. Es war so dunkel darin, dass er seine eigene Hand nicht mehr vor Augen sehen konnte. Wie lange er sich in der Dunkelheit entlang tastete, wusste er nicht. Aber mit einem Mal sah er plötzlich am Ende der Höhle ein Licht, auf das er zuging. Als er den Ausgang erreicht hatte, trat er hinaus ins Freie und war zunächst von dem Licht so geblendet, dass es wohl eine Weile dauerte, um sich daran zu gewöhnen. Wie er die Augen wieder öffnen konnte, sah er in ein liebliches Tal mit sanften Hügeln, lauschigen Bäumen, plätschernden Bächen und saftigen Wiesen. Dieser Anblick war so schön, dass sein Herz vor Freude anfing zu hüpfen. Je länger er aber in dieses liebliche Land hineinging, desto düsterer wurde die Stimmung, und es schien, als ob dunkle Wolken den Himmel verfinsterten. Die vormals noch so prächtigen Bäume trugen keine Früchte, ja nicht einmal mehr Blätter, die Wiesen waren verdorrt, und das kristallklare Wasser hatte sich in eine dunkle, stinkige Brühe verwandelt. So kam er in eine Stadt, da lebte ein selbstsüchtiger und habgieriger König, alle Menschen mußten seinen Vorstellungen folgen. Jeder, der sich seinen Anweisungen widersetzte, kam in den Kerker. Viele versuchten den König zu stürzen, aber alle scheiterten, denn die Gewalt und Wut, die in ihn aus dieser Ungerechtigkeit heraus erwuchs und sich gegen den König richtete, bewirkte nur, daß der König noch bösartiger wurde. Er beauftragte seine Soldaten, alle einzusperren oder niederzumetzeln, die sich gegen ihn stellten. So verarmte das Land zusehends, denn ein schrecklicher Krieg folgte dem anderen. Die Menschen wussten sich keinen Rat mehr, auch wie es dazu gekommen war, denn vor nicht allzu langer Zeit lebten sie noch alle in Zufriedenheit, und es mangelte ihnen an nichts. Warum der König so viel Macht erhielt, Wussten sie ebenfalls nicht mehr, nur dass alle jubelten, als er ihnen unermesslichen Reichtum versprach. Als Gegenleistung mussten sie an ihn die gesamte Verantwortung für ihr eigenes Denken und Handeln abgeben. Seit dieser Zeit wurde alles schlimmer, und es verging kein Tag mehr, an dem nicht ein neues Unglück geschah. Wie nun der Junge über das Unglück dieser Menschen nachdachte, kam ihm die weiße Löwin an jener wundersamen Quelle in den Sinn, und er hörte wieder ihre Worte, Je weiter ihr Menschen euch vom Ursprung entfernt, desto mehr werdet ihr euch selbst vernichten. Und je länger der Junge diese Worte in Ruhe durch sein Gemüt ziehen ließ, desto klarer wurde ihm ihre Bedeutung und plötzlich glaubte er, die Lösung gefunden zu haben, wie die Menschen sich selbst aus ihrem Unglück befreien konnten. Er trat zu ihnen und sprach Ihr lieben Menschen habt euer eigenständiges Denken, fühlen und handeln für etwas verkauft, was nicht in eurer Natur veranlagt ist. Wieso lasst ihr euch von Reichtum verblenden, obwohl ihr doch zuvor zufrieden wart und es euch an nichts mangelte? Ihr seid es selbst gewesen, die dem König seine Macht gaben, und so könnt ihr ihm auch nicht mit Gewalt nehmen, was ihr ihm einst freiwillig überlassen habt. Verwendet eure Wut, euren Ärger und euren Hass nicht gegen den König, denn in Wahrheit ist er nichts anderes als das, was ihr selbst aus ihm gemacht habt. Besinnt euch wieder in Güte und Sanftmut auf eure wahre Natur und ergreift mit Begeisterung und Tatkraft selbst die Verantwortung für alles, was ihr tut und verwirklicht das, was in eurem Ursprung veranlagt war und ist. Als der Junge die letzten Worte gesprochen hatte, fing es plötzlich an zu rumpeln und zu donnern, und im Zentrum der Stadt erhob sich ein mächtiger Stein, unter dem eine Quelle mit kristallklarem Wasser entsprang. Immer mehr Menschen strömten herbei und tranken aus dieser alten, aber ewig jungen Quelle, und je mehr Menschen dieses Wasser in sich aufnahmen, desto kleiner wurde die Macht des Königs. Denn jeder ergriff nun seine eigene Verantwortung und handelte nur noch im Sinne seiner ihm eigenen Lebensaufgabe und seines höchsten Ziels. So erhielt die Stadt und das ganze Land wie von alleine die ursprüngliche Schönheit zurück. Die Bäume trugen prächtige Früchte, die Wiesen wurden so saftig wie einst und die Gewässer klar. Die Menschen lebten wieder in Glück, in großer Zufriedenheit, und es mangelte ihnen an nichts. Der Junge freute sich mit ihnen und machte sich wieder auf seinen Nachhauseweg. Seit der Begegnung mit den Menschen in jener Stadt hatte er auch nicht mehr den Traum von jenem fernen Land, der ihn seit seiner Kindheit immer wieder begleitete. Doch etwas in seinem Herzen ließ ihn wissen, dass noch Großartiges auf ihn wartete. So kam er wieder zu dieser Höhle, und als er hineinging, schien sie ihm gar nicht mehr so dunkel zu sein. So hell war es nun in ihr, als ob sie von unsichtbaren Kerzen erleuchtet wäre. Als er am anderen Ende wieder hinaustrat, stand eine wunderschöne, weiß gekleidete junge Frau vor ihm, die ihn freudig umarmte und küßte. Dann sprach sie: Du hast mich erlöst. Ich war die weiße Löwin und musste in dieser Gestalt die Quelle bewachen. Nur derjenige konnte mich befreien, der furchtlos und voller Vertrauen bereit war, das Geheimnis dieser Quelle zu lüften. Komm, lass uns gemeinsam das Leben leben. Nun, was soll ich euch noch erzählen? Genau das war es, was ich auch der Junge wünschte, denn auch sie gefiel ihm und rührte sein Herz. Ob die beiden wohl glücklich wurden bestimmt. Denn selbst wenn das Glück niemals ohne das Unglück kommt, so wussten sie doch gemeinsam immer Rat, wie sie das Leben ihrer Natur gemäß zufrieden und erfüllt führen konnten. Musik